die Herausforderung, den 100. Katholikentag und die Bitte, ihn gerade in Leipzig zu gestalten, war für uns dann schon Ermutigung. Man hat ihn jetzt in eine Situation gestellt nach Leipzig, wo 4% Katholiken sind, wo seit Generationen viele Menschen von Christus nichts wissen und nicht berührt haben, wo es normal ist, die Frage nach Gott nicht zu stellen. Im Nachhinein heute, kurz vor dem Katholikentag, bereue ich es überhaupt nicht, sondern ich bin froh, dass wir den Weg gegangen sind. Es war ein spannender Weg bisher der Vorbereitung. Wir haben etwas Neues versucht auch zu gestalten. Es ist aber auch etwas, was dem Bistum gut tut. Es hat eine gemeinsame Aufgabe, es wächst zusammen. Eine gewisse Solidarität auf den Katholikentag hin beginnt. Das finde ich wirklich sehr erfreulich, auch für die Menschen, die dort leben. Sind wir ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen für die Menschen? Halten wir die Möglichkeit, dass es Gott gibt, in dieser Stadt wach? Und wie kommen wir mit Menschen in Berührung, die eigentlich zu uns gar keine Beziehung, kein Verhältnis haben? Das ist, scheint mir perspektivisch die Frage zu sein, die in ganz anderen Milieus und anderen Bedingungen, aber sich in ganz Deutschland stellt. Wozu sind wir als Kirche da und wie gehen wir in einer säkularen Gesellschaft oder weitgehend in christlichen Gesellschaft diesen Weg? Ökumene ist zunächst einmal der Versuch, mit Menschen unterschiedlicher Konfessionen gemeinsam den Weg zu Christus zu gehen. Es ist zweitens zu wissen, dass wir eine gemeinsame Sendung haben. Gerade in den Ländern hier des Ostens erlebe ich, wie wichtig es ist, dass wir sagen zusammen, wir sind Christen und wir stehen für eine Botschaft. Das Dritte ist für mich allerdings auch, die Unterschiede wahrzunehmen, in den Blick zu nehmen. Es gibt theologische Differenzen und die sind nicht einfach zu bagatellisieren und zu sagen, es ist doch nicht so wichtig. Da gemeinsam zu suchen, nach Antworten zu suchen, aber auch den anderen respektvoll zu beachten und zu sagen, ich schätze das wert, dass du da eine andere Meinung hast als ich, eine andere Überzeugung. Beispielsweise den Katholikentag. Ich hätte ihn nicht eingegangen, die Einladung auszusprechen, wenn nicht die evangelische Kirche in Sachsen, Landesbischof Bohl, damals gesagt hätte, machen Sie das, das ist gut, auch für uns. Wir sind 1500 Jahre zusammengegangen, jetzt sind wir 500 Jahre getrennt gegangen. Wer weiß, wie die nächsten 500 Jahre gehen, wir gehen gemeinsam. Das ist eine ganz tiefe Sicht, die mich da sehr überzeugt hat. Es ist erstaunlich für mich, wie sehr gerade hier im Osten die Kirche in der Gesellschaftspolitik wahrgenommen wird. Das erlebe ich in Dresden, habe ich so erlebt, das erlebe ich noch viel stärker hier in Berlin. Die Offenheit gegenüber der Kirche und auch der Botschaft ist heute meines Erachtens sehr groß. Das hängt auch mit der gesellschaftlichen Situation zusammen. Plötzlich ist die Frage, was verbindet unsere Gesellschaft? Was sind unsere Werte? Was prägt uns? Was ist eigentlich wichtig? Und man merkt plötzlich, dass wir ein Fundament haben als Christen, das für alle Menschen einen hohen Wert haben kann. Ich glaube, dass in dieser Zeit unsere Chance ist, uns einzugeben. Nicht vereinnahmend, aber einladend und wirklich auch unsere Inhalte einbringend. Die Frage in den Menschen bewusst zu halten, gibt es einen Gott und was heißt es, an Gott zu glauben? Und vielleicht ist das doch eine Lebensmöglichkeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen ganz neue Formen finden, wie wir uns als Christen verbinden, versammeln, Gemeinschaft bilden. Wir müssen stärken. Die jungen Menschen müssen eine Heimat auch in der Kirche haben, die sie mitgestalten können, wo sie Verantwortung übernehmen, damit sie sagen, ja, wir gehören wirklich dazu und das ist unser Ort und unsere Heimat.